Ja, wir haben jetzt hier auf der Marvel Show 2024 ein absolutes Highlight für die Bauwirtschaft bei uns auf dem Stand. Wir haben einen Full SLD Arctros 4463. Das ist unser Auftakt für die Österreich Roadshow, wo wir das nächste Monat quer durch Österreich unsere Kunden mit diesem Fahrzeug besuchen. In Kooperation mit der Firma Doll haben einen Auflieger und unseren Full SLD mit. Wir haben hier auf dem Stand einen Arctros 8x4. Und das ist jetzt einer aus dem Portfolio. Wir können praktisch mit unseren Zugmaschinen 250 Tonnen auf der Sattelkupplung ziehen. Wir können am Rahmen 500 Tonnen schieben und ziehen. Und wenn es eine Allradmaschine wäre, dann können wir 1000 Tonnen anhängen. Wir bieten an das Portfolio von den Radständen, also dreiachsig, vierachsig, fünf- und sechsachsig. Auch Allradversionen 8x6 und 8x8. Insofern ist für jeden Kunde was dabei. Stahlgefedert, luftgefedert. Das ganz Besondere in unserer Maschine, diese Turbokupplung von Voith, wo wir eben drei Funktionen in einem bieten, nämlich ein hydraulisches Anfahrelement, also wir fahren verschleißfrei hydraulisch los. Sobald der Wagen nach 2-3 Meter rollt, können wir die Kupplung verschleißfrei ohne Reibung schließen. Das gleiche Bauteil sitzt vor dem Getriebe und wird als Retarder eingesetzt, also ein Primärretarder, und leistet mit 1000 PS Bremsleistung maximal alles bis zur Traktionsgrenze. Bedeutet, wenn wir Geschwindigkeiten fahren bis zu 2 km/h, also Spaziergeschwindigkeit, dort neigen die Räder zu blockieren, weil die Kräfte gewaltig sind. Und das ist entscheidend im Schwertransport, wenn Sie hier in der Alpenregion talwärts fahren mit hohem Gewicht, Sie müssen mit langsamer Geschwindigkeit durch die Serpentinen ziehen, dann nützt es nichts, wenn Sie mit einem Sekundärretarder ab 40 erst eine Wirkung erzielen. Darüber hinaus können wir auch mit diesem Fahrzeug, mit dieser hydraulischen Kupplung, eben auch am Berg anhalten, ohne dass ich die Betriebsbremse zum Einsatz bringe. Somit erspare ich mir auch die Druckluft und ich kann auch das Fahrzeug rückwärts rollen lassen. Also im Vorwärtsgang rückwärts rollen mit jeder Geschwindigkeit. Temperaturstabil und ohne Zeitbegrenzung. Und das macht einen riesen Unterschied, wenn ich zum Beispiel im Windpark rückwärts an den Kran muss, was konventionell eben nur über den Leerlauf mit der Betriebsbremse festzuhalten, sehr viel Luftverlust, eigentlich nicht darstellbar. Genau, das ist also einzigartig in unseren Fahrzeugen, diese Voith-Turboretarder-Kupplung. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.